zu einer wunderschönen Klicker-Ego, Folge 67. Ja, man hat schon gesehen, ich habe nicht geschnallt, dass ich die ganzen letzten Aufnahmen alle in mein Home-Verzeichnis getan habe, statt in mein Arbeitsverzeichnis, aber gut, kann man ja verschieben, ne? Ja, nichtsdestotrotz machen wir hier weiter. Ich habe vor knapp einer Stunde, na okay, mittlerweile anderthalb Stunden, nochmal eine Ascension angefangen. Bei der letzten Ascension, das war ja wieder eine aktive Versuchung. Ich komme irgendwie nicht über Level 1100. Das heißt also, es geht wahrscheinlich doch nicht so gut. Deswegen versuchen wir jetzt gerade hier das wieder mit einem passiven Build. Ja, weil wir müssen langsam aus dem Pushen kommen. Wir haben da mittlerweile 140.000 Hero Souls. Ja, also richtig 1000. Das Problem ist, für die nächste Ascension Soul, brauchen wir schon wieder 118.000. Ja. Wir brauchen also quasi nur noch 3 Stück. Aber der Weg wird langsam steinig. Steiniger als im Liebes. Deswegen versuche ich jetzt, wie gesagt, nochmal hier gucken wir mal, wie weit wir hier mit dem passiven Build kommen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, haben wir 140.000, die wir hier mal durchaus auf den Kopf hauen können. Zum Beispiel hier. Ja, immer ruft damit. Hier unten auch. Okay, dann haben wir schon mal Level 250. Die anderen heben wir am besten auch auf Level 250 hoch. Was war das gerade? Hä? Warum hat der gerade ein... Ich hab die... egal. Da auch wieder. Muss ich das verstehen? Der geht immer bis 209 noch was? Hä? Muss ich mir mal in der Aufnahme mit der nochmal angucken, was da gerade los war. Wir haben hier oben noch einen. Den da. So. Ja, hier. Obwohl ich die Umschalttaste gedrückt habe, geht er nur 9 Level hoch. Wenn ich jetzt immer noch mit der Umschalttaste gedrückt halte, sieht man hier, mal 10. Und dann mal raufklicke, macht er nur 1 Level hoch. Was ist denn da los? Das ist tatsächlich jetzt gerade ein bisschen seltsam. Muss ich ja schon mal so zugeben, ne? Also, keine Ahnung, was da gerade abgeht. Gut, ja, nichtsdestotrotz. Okay. So, jetzt haben wir wieder fast 100.000 ausgegeben. Dafür haben wir unsere Dinger hier aber auch mächtig hochgelevelt. Ich hoffe mal, das bringt irgendwas. Ich bin ja immer noch nicht so überzeugt davon. Ja, hiervon sowieso nicht. Das wären 10%. Warte mal kurz. Achso, Next Level, okay. Heißt also, das wären ungefähr 100% plus. Ist ja nicht gerade so viel. Und wie sieht's hier aus? Achso, klar, ist natürlich, ja. Schwer zu sagen, ob wir 5 Level so viel bringen würden. Die Frage ist, ob wir 5 Level überhaupt kaufen können. Sieht zwar gut aus, aber wir haben bloß noch 56.000. Ich lasse das mal lieber. Ja, von daher, genau. So, das heißt, er ist auf Level 182, wir sind Level 846. Das ist ganz cool. Ja, Level 1110 habe ich gemeistert. Das war's dann aber auch schon. Das heißt also, ich kann mit einer Ascension gerade mal 10 Level weiter. Das kann so nicht gehen. Gut, ich muss auch dazu sagen, ich wurde ein bisschen ungeduldig und habe die Ascension abgebrochen. Obwohl ich noch ganz langsam vorankam, also wenn ich wirklich ausgereizt hätte, hätte ich vielleicht noch 20 Level mehr rausgeholt, aber nur mit Ach und Krach. Also, da dachte ich mir so, nee Junge, kannst du mal knicken lassen, mach mal lieber hier, versuch mal lieber wieder hier, ne, versuchst du mal. So, wir haben eine bereit, die werde ich dann wahrscheinlich für die nächste auf den Kopf hauen, hier für die Dame. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen. Es sieht eher
Ja gut, wenn wir bis E80 kommen, wir haben hier fast einen Faktor von 5. Wenn wir es also tatsächlich so weit schaffen sollten, ja, dann wird das vielleicht doch was. Jetzt bin ich gerade raus. Nee, eben, die hatten wir doch schon. Eben. Sie ist und die nächste, die wir anstreben, oder? Bin ich komplett bescheuert? Doch, genau, 85 hatten wir schon. Eben. Die nächste ist die, die wir anstreben. Die sollten wir hier mit Leichtigkeit bekommen. Wenn nicht, läuft irgendwas schief. Oder mein Kopfgehör. Oder in meinen Kopf-Gehirn-Prozessen läuft irgendwas falsch. Kann natürlich auch sein. So. Können wir hier mittlerweile wieder ein bisschen was hochleveln? Habe ja halt schon wieder 770 angehäuft. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Die werden nämlich langsam alle echt unverschämt teuer. So, ansonsten haben wir schon wieder 119 Rubine. Und wenn ich mal bedenke, wie lange wir hier wahrscheinlich noch brauchen werden, also es wären mindestens noch sechs Ascensions. Ja, mindestens sechs Ascensions. Das heißt, wir könnten tatsächlich wirklich hier schaffen, ne, 150 aufzubauen. Und dann können wir bei der nächsten Transcension einfach mal instant gleich drei Ascensions, Quick Ascensions durchführen. Was schon echt arschhammer geil wird. Wäre. Dann auch noch mit unseren beiden Tippern hier. Ich glaube, die nächste Transcension wird echt schmackhaft. Ich bin sowieso mal gespannt, wie viel das bringt. Weil, ah ne, okay, hier ist es doch linear. Ja, pro Level 100% plus. Schade eigentlich. Mir war es, als wenn es das immer stärker ansteigen würde. Ah ne, ist alles linear. Also, wir haben dann hier dreifach. Also. Den dreifachen Wert und hier oben auch den dreifachen Wert. Schade. Na gut. Hoffe ich mal, dass bei der Transcension das echt was bringt. Weil ich meine, so teuer wie die Dinger irgendwann mal wären, das muss doch hier irgendwas bringen. Und ich weiß auch gerade nicht. Ich war mir echt sicher, als wenn die Dinger immer effektiver wären. Ja, werden sie auch. Okay, haben sich so wieder geändert. Weil genau diesen Spasten habe ich ja hier bei mir auch. Den gibt es ja auch weiterhin. Und ich bin gerade mal Level 4, habe 400%. Bis dahin haut es hier auch hin. Das Witzige ist nur, im nächsten Level habe ich dann bereits 660%. Und nicht erst 500%, wie wir jetzt hier haben. Irgendwie, ne? Wobei bei mir ist auch eine andere Staffelung drin, sehe ich gerade. Die wären bei mir auch teurer. Ah, okay, gut. Dann macht es tatsächlich. Okay. Ja, gut. Dann haben sie das komplett überarbeitet. Okay. Oh, mein Handy stürzt gerade schon wieder ab. Was ist hier los? Bekomme ich gerade irgendeine Benachrichtigung? Warum aktiviert sich denn jetzt hier Google? Also ich habe doch gerade überhaupt nichts mit Google gesagt. Okay, Google, fick dich in den Arsch. Zellzerstörung aktiviert. Bitte haben Sie ein Jahr Geduld. Das Handy wird schmoren im Ofen. Ihre Tochter. Jetzt komm, ich geh weg hier. Was ist denn hier los? Mein Handy stoppt. Mein Tablet stoppt. Auf das Mikrofon tippen und dann sprechen. Digga, das Mikrofon ist eingebaut. Wie soll ich darauf tippen? Oder meinst du das Mikrofon-Icon? Jetzt hat er mir eiskalt Kicker-Heroes beendet. Digga, ich tippe dir gleich mal. Weg mit dir, Arsch. Schau. Was bist du hier? Bewährte Akku? Ich mache gleich einen Neustart hier. Leck mich. Warum jetzt Akku bewerten? Mein Akku ist schön. Gefällt Ihnen ein Akku?
Gefällt Ihnen Grammatik? Nein. Möchten Sie Bewertung abgeben? Nie. Und jetzt kusch dich weg. Boah. Warum kann ich auf all meinen Geräten Knoppix laufen? Hoffentlich gibt es irgendwann mal Knoppix für ARM-Prozessoren. Und dann ziehe ich mir Knoppix auf mein Tablet. Ich meine, eigentlich wäre es ja nicht so schwer, ne? Ich bräuchte eigentlich nur irgendein Linux nehmen, was auf ARM läuft, ne? Irgendein x-beliebiges, einfach mit einer ganz rudimentären X-Session. Dann könnte ich darauf Quick Emulator starten, der dann ein x86-System emuliert, das im Vollbild laufen lassen. Und darauf könnte ich eine Knoppix laufen lassen. Eieiei. Ja, zwar super ineffizient und super kacke und eigentlich super komplett behindert, aber okay, egal. Lassen wir das. So, wo waren wir hier? Übrigens bin ich mittlerweile schon Level... Was habe ich jetzt getan? Keine Ahnung. 4000, man kann überhaupt nicht lesen. Man kann gar nicht lesen. Bildschwelligkeit zu hoch oder was? Ein bisschen runterdrehen hier. Ja, jetzt können wir besser lesen. 4935. Ja, also knacke ich tatsächlich. Also, mein alter Rekord habe ich schon lange gebrochen, ne? Aber ich knacke bald die 5000er-Grenze. Da bin ich ja schon fast ein bisschen stolz drauf. Bitte gehen Sie weg. Danke. Boah, dieses Tablet. Also ich weiß nicht, welche Linux-Distribution ich mehr hasse. Ubuntu oder Android? Irgendwie geben sich die beiden Schlagabtausch, wer ist der Beschinnerste? Alter, das soll ein Linux-System sein. Das ist eine Beleidigung für Linux. So. Okay. Ja. Was haben wir? Ich würde das gerne jetzt so schön... Das dauert einfach so lange hier. Mann, ich will doch bloß hier den nicht wieder haben. So schlecht hat sich unser Idle-Bild gar nicht in Erinnerung. Der ist ja tatsächlich... Ist er jetzt ernsthaft schlechter als unser aktiver Bild oder was? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wir haben 13.000 von Thyrsor Chest. Plus 28.000 Gold. Also 280-fach Gold von Idle Bonus. Bei der Menge, die wir Gold bekommen, ey. Boah. Sollten wir eigentlich ein bisschen schneller vorankommen hier. Das fällt einem ja auf. Der ist ja nicht mehr gesund hier. So, der braucht noch eine halbe Stunde. Würde uns vielleicht den Arsch retten, ist aber leider halt noch nicht erreichbar. Und die anderen dauern alle noch viel, viel länger. Ich meine, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde was von meinem Leben erzählen, ne? Also, ich weiß noch, damals 1983. Brrr. Ja, wäre auch alles. Ja, das hier war ein Unfall. Da habe ich dann einfach im Hintergrund ein bisschen machen lassen. Und habe im Vordergrund gerade was anderes gemacht. Aber das hier geht mir gerade echt ein bisschen zu langsam. Mal gucken, wie unsere Guilds aussehen. Was hat ein Terra? Terra 62 Guilds. Trotzdem ist sie so lahmarschig. Die gibt's doch ja nicht. Wir könnten mal wieder sich ein bisschen umgilden, sehe ich gerade. Hier würde ich ganz schön viel hier oben rum.
was da oben nichts zu suchen hat. Wäre das sinnvoll? Weil dann wären die ganz hier natürlich auch wieder alle weg, dann wäre ja alles jetzt auf ihnen. Dann müsst ihr dann wieder manuell wieder rüber scheffeln. Ich meine, so teuer dürfte das nicht werden tatsächlich. Andererseits haben wir jetzt mittlerweile wieder nur noch 56.000. Könnte also doch schon spürbar werden. Wir haben schon 2E78. Ah, aber der wird wieder steigt kommen. Hä? Hier jetzt hier bloß noch E3 Unterschied? Willst du mich ruinieren? Was habe ich dir nur getan? Oh, Level 900 Monster. Das komische, ja. Mein Gehirn. Genau so sieht es bei mir aus. Gibt es noch ein paar Justierschrauben? Kann man meinen Intelligenzquotient in Echtzeit verstellen? Ha. Tja, hier lohnt sich jetzt gerade tatsächlich alles nicht. Tja, guck ich mal. Ich glaube, ich lasse jetzt Sancho jetzt einfach noch ein bisschen laufen. Weil sie kommt mir hier tatsächlich extrem langsam vor. Ich habe gerade jetzt noch nicht mehr im Kopf, bis wo weit Instakill war bei dem Aktiven, also hier mit der Combo. Aber ich glaube, war da bis 100, das war wesentlich schneller. So langsam, wie wir jetzt sind. Kommen wir gerade mal bis 1000 gefühlt. Na gut, ich meine, Terra braucht bloß noch 100 Level, dann können wir auf Petal ein paar Dala wieder umgilden. Ich muss jetzt mal irgendwie richtig mit einer Stoppuhr messen und mal aufschreiben, was wie wo ist. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das gerade nicht so gut an. Jetzt verschieße. Auf jeden Fall müssen wir echt weiterkommen. Ich meine, gut, wir haben jetzt 30.000. Bis Level 1100 kriegen wir ungefähr 5.000 Hero Soul zusammen. Das heißt, wenn wir es irgendwie schaffen, bis Level 1200 zu kommen, dann wären schon mindestens, na, ich sag mal so 60.000. Das Problem ist, ich meine, wenn es eine 16.000er Session wird, sage ich jetzt mal, wäre es zwar ganz gut, dann schaffen wir das hier, aber das Problem ist halt, die nächsten zwei werden halt noch teurer. Und wenn es weiterhin so träge bleibt, dann werden wir dafür tatsächlich ein bisschen brauchen. Ah, was tue ich, ne? Das heißt also, für mich werde ich wieder ein paar Ascension farmen wahrscheinlich. Einfach möglichst schnell, möglichst viel Hero Souls einsammeln. Und ganz ehrlich, hier bringt auch nicht viel mehr, also hier jetzt noch was zu ändern, bringt nicht mehr allzu viel. Das heißt, ich werde jetzt auf dem 250er Niveau lassen und die ganzen nächsten Ascension, die wir dann bekommen, wenn wir also alle hier komplett drinne behalten. Und das sollte dann also auch noch mal hier direkt ein bisschen Schaden geben, ne? Oh, dieser Grund. Alter. Ja. Gucken wir mal. Ja gut, ansonsten, das heißt, mehr können wir jetzt nicht machen. Von daher verabschiede ich mich mal. Der hängt gerade immer noch auf E82 rum. Ja, sag ich doch. 82.
bräuchten wir also mindestens noch, müssen wir noch ewig warten, bis wir den auf E85 bekommen. Ja. Bin ich ja mal gespannt, ob wir es bis morgen früh. Nee, im Leben bis morgen früh was. Schade, ich dachte, wir könnten uns echt schon hier unsere. Die hier gönnen. Ich meine, ich habe zwar schon von Anfang an gesagt, dass es noch bis zu 3 Ascension dauern kann, bis wir uns die holen können. Aber dass wir wirklich echt 3 bis 3 Ascension brauchen dafür, hatte ich jetzt eigentlich nicht gehofft. Na gut, was soll's. In dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Jo.